Hallo Silvi. Hallo Matthias. Schön, dass du heute beim 88. Trend-Talk dabei warst. Es geht um das Thema Beziehung, Liebe, Zukunftstrends in dem Bereich. Und du bist ja auch bei Emotion. Und du hast ein eigenes Podcast, Feiste Bücher. Genau, da geht es allerdings tatsächlich um Belletristik. Ich bin aber schon sehr lange als Journalistin mit Themen Partnerschaft, Sexualität befasst und habe da über die Jahre, um nicht zu sagen Jahrzehnte, einiges recherchiert. Cool. Was war dein Fazit für heute? Was würdest du sagen? Es war ein spannender Abend. Es ist zum Teil unerwartet heftig diskutiert worden. Ich habe gemerkt, wie stark wir alle von Kultur geprägt sind und dass wir dem alle nicht entkommen können und dass das doch noch einen ganz starken Einfluss auf uns hat. Ich habe trotzdem die Hoffnung, dass Männer und Frauen gemeinsam und das dritte Geschlecht, so wie sie sich einordnen möchten, unsere Gesellschaft so verändern können, dass wir partnerschaftlich hoffentlich überwiegend glücklich miteinander leben können. Cool. Vielen Dank.